und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary. Das guckt ihr ja ganz gerne. Ich habe euch wieder eine Woche dabei gehabt. Ich glaube, ich habe nur einmal vergessen zu filmen. Recht wenig. Ich bin stolz auf mich. Ich würde sagen, wir legen einfach los mit Montag. Guten Morgen. Also, mein Frühstück ist eigentlich im Endeffekt immer das gleiche. Protein, Joghurt, Flohsamen, dann Weizenklei. Ich habe mir jetzt Haferklei auch gekauft. Das variiert halt schon ein bisschen. Aber ansonsten ist es immer das gleiche. Banane, Feige, Erdnussmus, Wasserkefir. Und heute gibt es einen Kamillentee. Bei mir gibt es seit längerem mal wieder diese Proteinwaffeln. So als Zwischenschnack. Snack. Gibt es bei Marktkauf und Edeka. Bei mir gibt es saure Bohnen mit Kichererbsensoße und Nudeln. Ich liebe das Essen, das ist so lecker. Bei mir gibt es jetzt einen kleinen Snack und zwar eine Dinkelseele mit veganem Presso. Es ist Feigenzeit. Auf meinem Protein, was heute Schokopeanuts von Rocker ist, das mag ich nicht so. Ich muss es trotzdem leer kriegen. Gibt es heute einen Pfirsich und wie schon gesagt eine Feige. Und Erdnussgrill natürlich wieder. Dann Wasserkefir und hier haben wir einen Kamillentee. Bei mir gibt es heute einen Gemüsereis mit allem, was noch da war. Karotte, Erbsen, Paprika, bisschen Blumenkohl und viel Tomatenmark. Ich habe heute keine Lust mehr so richtig viel zu essen, weil ich ja noch so eine Reisportion übrig hatte, die habe ich auch gegessen. Jetzt noch Brot mit Aufstrich von Kaufland, Vanille zum Nachtisch und einen Kamillentee. Schon wieder morgen, schon wieder Proteine. Joghurt, Vanille dieses Mal mit Feige und Mango und Pfirsich und natürlich Peanut Cream, dann Kombucha, Wasserkefir und heute gibt es mal wieder Zitronenverbenentee. Den gibt es bei Altura. Yes. It's time for Spaghetti with Bolognese und viel Hefeflocken natürlich. Boah, ich habe mega Hunger. Jetzt gibt es bei mir das Zitrone-Protein von Prozis. Würde ich mir aber so nicht mehr kaufen, weil es schon sehr speziell ist. Das magst du nicht immer. Absolut nicht. Dazu gibt es Freo-Tee. Das sind ja diese Teekanne-Tees, die man kalt aufgießen kann. Man sieht es nicht. Aber das ist Zitrone-Tee. Ich tue da immer nur einen Teebeutel rein. In letzter Zeit esse ich gerne so einen Kichererbsensalat mit Mais. Und da schmeiße ich meistens das rein, was alles noch so da ist. Meine Lieblingssalatkräutermischung kennt ihr ja von Alnatura. Das ist eine Schalotte drin. Der Feta ist der Feta von Lidl. Ja, nichts Besonderes, aber es füllt. Und ich esse es ohne Brot inzwischen. Bei mir gibt es halt wieder Proteine zum Frühstück. Mache ich eh immer das Gleiche. Diesmal wieder Vanille, eine Feige, Banane, Erdnuss, Wasserkefir, Kombucha und dann Fencheltee. Jetzt wollte ich schon Kamille sagen, wer ist Fenchel? Bei mir gibt es heute Kartoffeln mit Presso und einem Aufstrich von Kaufland. Ich kriege gerade meine Aufstriche nicht leer. Dann passiert es meistens immer, dass die anfangen mit Schimmeln und dann ist Schluss mit Essen. Ich habe mir heute ein bisschen Sauerkraut aufs Essen gepackt. Ich habe mir heute frisches Sauerkraut gekauft. Also wirklich aktives. Nicht das, was man so im Supermarkt kriegt. Sondern das ist aus so einem Kühlregal und ist nur mit Salz. Also es ist sehr sauer. Also ich habe ja auch schon so Mix-Pickles selber gemacht. Aber das Sauerkraut habe ich jetzt mal gekauft. Mit dem Hühnchenzeug von Aldi Süd. Dann habe ich da noch ein bisschen Sesam dazu gepackt, eine gelbe Zucchini, eine Schalotte und ein bisschen Pilze. Ich bin echt langweilig, was Frühstück betrifft. Immer das Gleiche.
Aber heute habe ich mal wieder dieses Rocker-Protein. Ich mische das immer mit einem neutralen, weil mir das Rocker-Zeug zu süß ist. Dazu gibt es wieder Flohsamen, Weizenkleie, dann natürlich Kokosjoghurt. Dann haben wir hier Feige, Banane, Erdnussmus. Und ich habe so einen neuen Tee, Alpenkräutertee heißt der, mit Melisse und so. Das ist nicht schlecht. Und dazu gibt es meinen Kombucha. Ich habe schon wieder fast vergessen, mein Essen zu filmen. Bratkartoffeln und Salat. Und ja, ich schmeiße immer meinen Salat da in die Bratkartoffeln rein und diesmal ist schon ein bisschen zu viel Soße. Das heißt, meine Bratkartoffeln sind nicht mehr knusprig. Schade. So, als kleinen Zwischensnack esse ich jetzt ein Butterbrot, ein getoastetes. Das gefällt mir gerade im Moment. Ich hatte gestern auch eins, das habe ich vergessen zu filmen. Tja. Ich ziehe weiter durch. Ich habe ja schon ein Brot gegessen. Jetzt kommt der Salat dran, etwas später. Also mein letztes Essen für heute mit Kichererbsen, Mais, Zwiebel, bisschen Feta-Käse. Ich habe jetzt Umesu hingemacht mit Omeboshi-Aprikosen. Also ich habe das gerade so probiert und das ist ja sauer und sehr, 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 sehr salzig. Ich habe nur einen Schuss reingegeben und dann habe ich halt noch meine Salatkräuter reingepackt und ein bisschen Apfelsaft draufgepackt. Das kann man so machen, das kann man so lassen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so schmeckt. Naja, man probiert sich aus. Heute gibt es mal ein bisschen ein anderes Frühstück, aber hey, das muss schon immer sein. Also da gehe ich jetzt nicht mehr so drauf ein, weil das haben wir ja die ganze Woche gesehen. Dinkelseele mit Naturi-Margarine. Die gibt es beim Lidl zum Beispiel, aber auch in jedem gängigen Bioladen. Denz hat sie auch. Von Kappa einen Tee mit Zitrone. Dann haben wir Wasserkefir und ich muss immer lachen, ich wurde da mal verbessert. Das heißt Kombucha. Dann sagen wir Kombucha, selbstgemachten. Ich habe mir die Woche frisches Sauerkraut im Benz gekauft, so ein Töpfchen 3 Euro. Und das esse ich jetzt gerade immer so ein bisschen am Tag. Brötchen, Pressor-Frischkäse, natürlich veganer, Sauerkraut drauf. Hier haben wir den Aufstrich von Kaufland und Sauerkraut. Und dazu einen warmen Matcha-Shake. Und warum da kein Schaum drauf ist, ich nehme ja die Nuttmilch und die lässt sich nicht aufschäumen. Eine Zwischenmahlzeit. Ich bin heute ein bisschen verfressen. Das ist ein Grießbrei mit Ahornsirup, mit Apfeln, mit Rosinen und ein Teechen dazu. Einer von vielen Kartoffelpfannkuchen mit Apfelmus. Einfaches Essen, aber ich liebe es. Es gibt Frühstück. Das ist eigentlich immer das gleiche. Protein. Heute habe ich kein Flohsamen drin. Heute habe ich aber Weizenkleie noch drin und eine Feige und Pfirsich und Peanut Mousse, Seele, Wasserkefir. Heute gibt es Zitronenverbenentee und die beste Margarine, die es gibt, Naturli, gibt es beim Lidl. Nochmal gleicher Snack wie gestern. Brötchen mit Aufstrich. Hier ist Brissot drauf und Sauerkraut. Hier haben wir Toskana von Alnatura. Ne, von DM, Entschuldigung. Mit Sauerkraut und ein paar Tomätchen. Als kleiner Snack. Ich habe heute Morgen eine halbe Feige im Essen gehabt. Die andere halbe esse ich jetzt. Eine halbe Seele mit Naturli-Butter Veganer und einem doppelten Espresso. Jetzt ist gerade frische Feigenzeit und ich liebe Feigen. Bitte nicht erklären, das mit der Wespe und so, das weiß ich. Feigen sind trotzdem vegan und ich feiere jedes Jahr Feigen. Na, also ich mag das echt gerne, so frische, schöne rote. Die können echt einiges, weil sie halt echt fa auch farbig sind und viel Positives der Ernährung beitragen. Und ansonsten bin ich natürlich immer noch dabei, Protein nach Möglichkeiten so viel wie möglich in meiner Ernährung unterzubringen. Es gelingt mir mal mehr, mal weniger. Wie ist es bei euch? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab.
Würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und einen Kommentar auf jeden Fall hinterlässt. So hilfst du mir, so hilfst du meinem Kanal und so hilfst du natürlich auch dem Format, wenn es gut bewertet ist, wenn es viel gezeigt wird, wenn es viele Klicks bekommt, taucht es natürlich auch häufiger auf. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.